Ich bin regelmäßig fasziniert von der Lieferkette der Cyberkriminalität. Es ist selten eigentlich ein einzelner Hacker, der die ganze Sache macht. Es gibt viele Schichten in dieser Zwiebel. Nehmen wir an, ein Hacker bricht in ein Unternehmen ein und stiehlt eine Reihe von Informationen von einem Unternehmen. Als nächstes wird er diese Daten in der Regel verkaufen wollen, um Geld zu verdienen und das Ganze zu wiederholen. Aber bevor wir überhaupt zum Käufer der gestohlenen Daten kommen, sind manchmal Makler im Spiel. Leute, die Geschäfte zwischen Hackern und Käufern aushandeln. Man könnte also zu einem dieser Makler gehen und für eine gewisse Menge Geld anbieten, den Verkauf der Datenbank zu organisieren. Jetzt liegt es am Makler, jemanden zu finden. Aber wenn der Makler einen Käufer gefunden hat, traut manchmal eine Seite der anderen nicht und schaltet einen vertrauenswürdigen Dritten ein, einen Treuhänder im Untergrund sozusagen. Escrow heißt das System. Und der wartet dann auf das Geld und die Datenbank und schließt dann erst den Handel ab. Okay, aber was macht der Käufer dann mit dem Inhalt dieser Datenbank? Nun, wenn die Datenbank zum Beispiel E-Mail-Adressen enthält, könnte er sie nutzen, um Spam zu verschicken. Aber natürlich verkauft der Spammer selbst eigentlich nur selten was. Er wirbt in der Regel für das Geschäft eines anderen, eine Porno-Webseite oder eine Apotheke. Manchmal finde ich es faszinierend, darüber nachzudenken. Es geht nie um die Datenpanne selbst, sondern darum, was mit den gestohlenen Daten passiert. Und das manchmal Wochen oder Monate, manchmal sogar Jahre später. Ein gehackter Account führt dann durch Phishing zum nächsten. Doch ganz selten ist ein einziger minderjähriger Hacker im schwarzen Hoodie auch für all das alleine verantwortlich. Er stiehlt die Daten, hackt die Konten und erbeutet seinen Gewinn. Das ist die Geschichte von Graham Ivan Clark und wie er im Jahr 2020 nicht nur Twitter, sondern Elon Musk, Bill Gates und Joe Biden gleichzeitig gehackt hat. An der Stelle, das Video entsteht in Kooperation mit dem Workstream Upschooling vom Dialog für Cybersicherheit im Auftrag des BSI. Danke für die Zusammenarbeit im Zuge des Videos. Damit ihr eine Vorstellung habt, 4 Jahre vor dem Twitter-Hack, im Alter von 13 Jahren, war Clark keineswegs untätig. Er gründete seinen YouTube-Account OpenHCF, gewinnt relativ schnell 12.000 Abos und wird berühmt für seine Minecraft-Hardcore-Faction-Gameplays. Er veranstaltet Giveaways mit seinen Fans, doch eigentlich sind die gefälscht. Niemand gewinnt etwas und heute existieren eigentlich nur noch Exposed-Videos über ihn. Die meisten Server, auf denen er spielt, setzen ihn dann irgendwann auf eine Blocklist und er verlässt YouTube. Mit seinem YouTube-Ruhm im Rücken und einem früh erlernten Geschick für digitale Manipulation verschwindet Clark für 2 Jahre von der Bildfläche. Statt seine Zeit damit zu verbringen, weiter Pixelburgen in Minecraft zu erobern, taucht er tief in die dunkle Seite des Internets ein und lernt dort die schmutzigen Tricks des Social Engineerings. Alles nur, um im April 2019 im Alter von 16 Jahren sein nächstes Opfer auszuwählen. Greg Bennett. Bennett war kein gewöhnlicher Internetbenutzer. Er war ein Bitcoin-Investor und Clark hatte den Geruch von digitalem Gold in der Nase. Bennetts Bitcoin lagen bei der Online-Handelsplattform BitTurex, der geschätzte Wert über 500.000 $. Clark fängt an. Das Passwort zur Plattform erlangt er über Phishing, eine einfache E-Mail, die besagt, dass dringende Änderungen an Bennetts BitTurex-Konto nötig seien. Bennett öffnet die E-Mail und gibt seine Anmeldeinformationen ein. Nur, dass die nicht an BitTurex, sondern an Graham Clark geschickt werden. Das ist übrigens der Grund, warum ihr für alle Konten ein anderes Passwort nutzen solltet. Habt ihr ein einzelnes Passwort für alles oder eines, das leicht zu erraten ist, reicht eine einzige Phishing-Mail aus, um nicht nur ein Konto, sondern alle eure Online-Konten zu übernehmen. Nutzt deswegen bitte einen Passwortmanager, denn der macht das Verwalten vieler Kennwörter sehr viel einfacher. Aber Bennetts Konto war sogar noch besser geschützt als nur durch ein starkes Passwort. Er hatte die Zwei-Faktor-Authentifikation aktiviert. Das ist für viele Hacker der Punkt, an dem sie aufhören. Mittlerweile ist 2FA fast überall verfügbar und ihr solltet sie dringend aktivieren. Doch 500.000, das ist halt schon eine Summe. Clark bereitet also einen SIM-Swapping-Angriff auf Bennett vor. Das ist eine Technik, die Hackern ermöglicht, die Kontrolle über die Telefonnummer eines Opfers zu erlangen. Stellt euch das so vor. Clark geht in den Laden und möchte eine zweite SIM-Karte mit derselben Nummer.
Ein Prozess, den ihr vielleicht schon mal selbst durchgeführt habt. Das ist bei den meisten Anbietern kein Problem. Der Anbieter fragt nach der Unterschrift, die Clark natürlich geschickt gefälscht hat. Diese Nummer, zu der er die zweite SIM-Karte beantragt hat, war aber natürlich nicht seine eigene Nummer, sondern die von Greg Bennett. Er bekommt die zweite Karte und dadurch auch die Kontrolle zu jeder SMS an Bennetts Telefon, denn die Nummer bleibt dieselbe. Damit kann Clark in Bennetts BitTrex-Konto einbrechen, einer Kryptowährungsbörse. Und in diesem Moment stahl Clark 164 Bitcoins von Bennetts Konto, ein Vermögen im Wert von damals $856.000. Einfach so, mit ein paar Klicks und einer unheimlichen Ruhe. Setzt daher lieber nicht auf Zwei-Faktor-Authentifikation per SMS, sondern lieber auf Apps oder am besten sogar per Sicherheitsschlüssel. Und Clark? Er gab sich nicht einmal Mühe, seine Spuren zu verwischen. Er hinterließ eine Erpressernachricht, unterzeichnet von Scrim, seinem Online-Pseudonym. Er war entweder so selbstsicher oder so jung und naiv, dass er glaubte, er könne ungestraft davonkommen. Aber wie das bei Geschichten über Cyberkriminalität in manchen schönen Fällen der Fall ist, haben die Guten dann doch gelegentlich das letzte Wort. Der Secret Service, ja, der amerikanische Secret Service, stieg in den Fall ein und konfiszierte 100 der gestohlenen Bitcoins von Clark. Bennett erhielt einige Wochen später einen Brief, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass ein Teil seines digitalen Schatzes zurückgegeben worden war. 64 der Bitcoins waren allerdings schon verkauft. Ein Teenager, der durch Betrug in einem Videospiel bekannt wurde, konnte die Kontrolle über ein Vermögen von fast einer halben Million Dollar erlangen, indem er die Telefonnummer eines Mannes übernahm. Es ist eine beängstigende Erinnerung daran, wie wichtig es ist, unsere digitale Identität zu schützen. Doch weil er minderjährig war, blieb ihm eine Anzeige erspart und nur wenige Wochen später geht er auf einen richtigen Erfolgskurs, indem er Twitter angreift. Am 15. Juli 2020, einem Tag, der in die Geschichte der Cyberkriminalität eingehen sollte, führte Clark einen Angriff durch, der die Welt schockierte. Über 130 hochkarätige Twitter-Konten wurden kompromittiert. Stellt euch vor, ihr öffnet euren Twitter-Feed und seht plötzlich einen Tweet von Elon Musk, der sagt, ich gebe Bitcoin im Wert von 2 Millionen Dollar an alle meine Follower. Schickt mir 0,1 Bitcoin und ich schicke euch 0,2 Bitcoin zurück. Und dann seht ihr den gleichen Tweet von Bill Gates, von Jeff Bezos, von Barack Obama und noch vielen anderen wichtigen Accounts. Es war ein beispielloser Angriff und für viele von uns ist das offensichtliches Hacking. Aber nicht für alle. Aber wie hat Clark das gemacht? Wie hat er es überhaupt geschafft, die Kontrolle über so viele wichtige Konten zu erlangen? Die Antwort liegt in einer Technik namens Social Engineering, mal wieder. Clark begann seinen Angriff am Nachmittag des 14. Juli 2020. Er rief mehrere Twitter-Mitarbeiter per Telefon an und gab vor, vom Helpdesk der Twitter-IT-Abteilung zu sein. Sie behaupteten, sie reagierten auf ein gemeldetes Problem, das der Mitarbeiter mit dem VPN von Twitter hatte. Da VPN-Probleme bei Twitter seit dem Wechsel zur Remote-Arbeit eher häufig auftraten, war der Mitarbeiter deswegen wenig skeptisch. Der Hacker versuchte, den Mitarbeiter auf eine Phishing-Website zu leiten, die genau so aussah wie die legitime Twitter-VPN-Website, mit der sich die Mitarbeiter immer anmelden mussten und von einer ähnlichen benannten Domain gehostet wurde. Es war zwar möglich, den Angriff zu erkennen, aber es war sicher nicht einfach. Als der Twitter-Mitarbeiter dann seine Anmeldeinformationen auf der Phishing-Webseite eingab, gab der Hacker die Informationen nahezu gleichzeitig auf der echten Twitter-Website für das VPN ein. Die Login-Webseite des Mitarbeiters war natürlich falsch, aber da Clark gleichzeitig einen echten Login durchführte, löste das eine Multifaktor-Authentifizierungsbenachrichtigung an seinem Smartphone aus. Ein zweiter Faktor, der den Mitarbeiter dazu aufforderte, sich zu authentifizieren, was er dann auch tat. Er hat ja buchstäblich auf diese Nachricht gewartet, er hat sich ja selbst versucht einzuloggen. Bei Twitter wurde damals noch nicht überprüft, ob derjenige wirklich Zugang zu den Systemen haben sollte, außer eben mit den Login-Daten, und so lief für den Hacker alles nach Plan. Jetzt hatte Clark Zugang zu den internen Tools von Twitter. Aber der erste Mitarbeiter, dessen Konto er kompromittieren konnte, hatte keinen Zugang zu den Tools, die er benötigte, um die Twitter-Benutzerkonten zu übernehmen.
Also nutzte Clark diesen ersten Kompromiss, um die internen Websites und die internen Systeme von Twitter zu durchsuchen und mehr über sie zu erfahren. Denn Information ist beim Hacking einfach alles. Bekommt ihr regelmäßig Werbung für Potenzmittel? Da fallt ihr wahrscheinlich nicht drauf rein. Aber ein Kollege von mir bekam vor kurzem eine wichtige Nachricht von Strato, die gar nicht so echt war. Aus Panik hat er allerdings trotzdem sofort darauf geklickt. Zum Glück hat er sich aber besonnen, bevor er irgendetwas eingegeben hat und etwas Ernstes passieren konnte. Mit den gesammelten Informationen tat Clark dann etwas, was mich aber immer noch staunen lässt. In einem beispiellosen Schritt überzeugte Clark einen internen Twitter-Mitarbeiter, genannt Rep, ihm bei der Übernahme von Konten zu helfen. Clark bezahlte ihn sozusagen für seine Dienste, also dass er ihm bei seinem Angriff half. Es ist bis heute unklar, ob der Mitarbeiter die gehackten Twitter-Konten wirklich selbst übernommen hat oder ob er Clark Zugriff zu dem internen Tool gewährte, mit dem er eben das tun konnte. Aber das Ergebnis war dasselbe. Der Hacker hatte die Kontrolle zu allen Tools. Angriffe von innen sind eine große Gefahr für Unternehmen, denn irgendjemand muss die Tools ja verwalten und wenn der nicht vertrauenswürdig ist, dann wird's schwierig. Hier gilt also, übrigens auch für eure privaten Accounts, je weniger Zugriff ihr vergebt, desto weniger müsst ihr euch Sorgen machen. Vermutlich habt ihr euer Netflix-Passwort mit anderen geteilt. Das ist vielleicht nicht so gefährlich, aber mit Instagram, PayPal und eurem Smartphone-Code solltet ihr das auf keinen Fall machen. Wer weiß, ob ein Hacker sich vielleicht Zugriff auf die Geräte eurer Freunde oder Familie erschleichen kann. Mit diesem internen Tool konnte Clark die volle Kontrolle über beliebige Twitter-Konten übernehmen. Er konnte sogar die mit den Twitter-Konten verbundenen E-Mail-Adressen zurücksetzen, was es für die ursprünglichen Kontoinhaber quasi unmöglich macht, die Kontrolle wiederzugewinnen. Ja, das klappt ja nur, wenn man die hinterlegte E-Mail-Adresse besitzt und darauf zugreifen kann. Zunächst konzentrierte sich Clark also auf die sogenannten Original Gangsters, wie er sie nannte. Das sind Twitter-Benutzernamen, die in der Regel durch ein einziges Wort, einen Buchstaben oder eine Zahl gekennzeichnet sind und von den frühen Twitter-Nutzern angenommen wurden. Da sie für lange Mitgliedschaft stehen, sind sie bei späteren Nutzern sehr begehrte Marker für Online-Glaubwürdigkeit und gerade das macht sie so attraktiv für Kriminelle. Deshalb kann jeder, der erfolgreich einen OG-Benutzernamen kapern kann, potenziell Zugang zu ihm für Tausende von Dollar verkaufen. Aber dann eskalierte der Hacker den Angriff. Clark initiiert Hack Them All und zielt plötzlich auf alle Twitter-Accounts. Zuerst aber auf verifizierte Konten, die Twitter als ein Konto von öffentlichem Interesse definiert. Er wusste, dass Tweets von verifizierten Konten mit Reichweite und Glaubwürdigkeit ihre betrügerischen Forderungen nach Bitcoin sehr viel legitimer erscheinen lassen würden. Und so begann der Betrug. Clark postete Tweets von den kompromittierten Konten, die einen Bitcoin-Betrug bewarben. Innerhalb weniger Stunden sammelten sie über 100.000 Dollar in Bitcoin. Doch auch auf der Seite von Twitter geschah natürlich schnell Dinge zur Verteidigung. Nachdem Clark die Kontrolle über die Twitter-Konten erlangt hatte und die betrügerischen Tweets absetzen konnte, wurde Twitter sehr schnell auf die Aktivitäten der Angreifer aufmerksam. Ein so eindeutiger Angriff? Der Angreifer muss sehr unerfahren sein, das war der Tenor. Twitter reagierte sofort. Sie sperrten und entzogen den Zugriff auf die kompromittierten Konten und sicherten den Zugang zu internen Systemen, um zu verhindern, dass die Angreifer weiterhin auf diese oder die einzelnen Konten zugreifen konnten. Aber das war nur der Anfang. Twitter musste schnell handeln, um den Schaden zu begrenzen und die Kontrolle zurückzugewinnen. Sie starteten präventive Maßnahmen und schränkten die Funktionalität vieler Konten auf Twitter ein. Das bedeutete auch, dass viele Nutzer nicht tweeten konnten oder ihr Passwort ändern konnten. Das wurde getan, um zu verhindern, dass die Angreifer ihren Betrug weiter verbreiten konnten und um zu verhindern, dass sie die Kontrolle über zusätzliche Konten übernehmen konnten, während Twitter eben die ganze Situation untersuchen musste. Twitter kommunizierte direkt mit den betroffenen Kontoinhabern und arbeitete daran, den Zugang zu den Konten wiederherzustellen, die während der Behebungsmaßnahmen vorübergehend gesperrt wurden. Natürlich ein immenser Aufwand und viele Überstunden, weil sehr viel menschliche Arbeit dahinter steckte.
Sie schränkten auch den Zugang zu ihren internen Tools und Systemen erheblich ein, um die laufende Sicherheit der Konten während der Untersuchung zu gewährleisten. Das hatte Auswirkungen auf einige Funktionen und Prozesse, einschließlich des Zugriffs auf die Funktion Your Twitter Data, die eine Übersicht über alle Daten bietet, die Twitter speichert. Da aber die Reichweite auch von wichtigen politischen Figuren übernommen wurde, arbeitete Twitter schnell auch mit den zuständigen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass die für diesen Angriff verantwortlichen Personen identifiziert werden konnten. Am 31. Juli 2020, nur 16 Tage nach dem Twitter-Hack, wurde Clark deshalb verhaftet. Im März 2021 bekannte er sich schuldig und wurde zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber warum war das überhaupt möglich? Wie konnte jemand das Netzwerk von Twitter so leicht durchdringen und Zugang zu internen Tools erhalten? Wieso gibt es überhaupt Tools, womit das Konto eines beliebigen Twitter-Nutzers vollständig übernommen werden kann? Hier und in den meisten anderen Hackerangriffen, die wir aktuell erfahren, egal ob private kleine Angriffe oder solche riesigen Angriffe wie hier, sind nicht mehr so häufig technische Kenntnisse entscheidend, sondern Social Engineering, die Fähigkeit, andere Menschen zu manipulieren und ihr Vertrauen zu missbrauchen. Die Folgen des Angriffs waren verheerend. Der Hacker erbeutete über 118.000 US-Dollar in Bitcoin durch diesen Betrug. Er hatte Zugriff auf interne Tools von Twitter, konnte Daten auslesen und nicht öffentliche Informationen über jeden Twitter-Nutzer erhalten. Einschließlich natürlich E-Mail-Adresse, Telefonnummer und auch der IP-Adresse für den Anmeldestandort des Benutzers. Bei 7 der betroffenen Twitter-Konten lud der Hacker auch Kontoinformationen über das Your Twitter Data Tool von Twitter herunter, das eine Zusammenfassung der Details und Aktivitäten eines Kontos enthält. Der Vorfall offenbarte die Anfälligkeit einer globalen Social-Media-Plattform mit über 330 Millionen monatlichen Nutzern. Und über 186 Millionen tägliche Nutzer übrigens. Die Tatsache, dass Hacker so leicht in das Netzwerk eindringen und auf interne Tools zugreifen konnten, untergrub für viele das Vertrauen in diese Plattform. Der Vorfall zeigte aber auch, wie einfach es für einen Hacker sein kann, Kontrolle über wichtige Konten zu erlangen und diese für sehr betrügerische Zwecke zu missbrauchen. In den Händen eines wirklich gefährlichen Gegners könnte der gleiche Zugang, der gleiche Angriff, den dieser Hacker erlangen konnte, noch viel größeren Schaden anrichten, indem er beispielsweise die öffentliche Wahrnehmung über Märkte, Wahlen und noch so viel mehr manipuliert. Die Geschichte von Graham Ivan Clark und dem Twitter-Hack ist eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, unsere digitale Identität zu schützen. Es ist aber auch eine Warnung davor, dass manche Plattformen mehr machen können, als sie sollten und dadurch auch eben mehr Macht haben als so manches Land. Aber vor allem ist es eine Geschichte darüber, wie ein einzelner Hacker die Kontrolle über eine der größten Social-Media-Plattformen der Welt erlangen konnte. Deswegen mein Appell an euch, nutzt diese Erinnerung und schützt eure eigene digitale Identität. Passwortmanager, 2-Faktor-Authentifizierung, nicht mit SMS, sondern zumindest einer App und ein gesundes Misstrauen bei einer Nachricht, auch von Freunden oder Familie, kann euch finanzielle, aber auch physische Kopfschmerzen ersparen.